Plauen im Vogtland, ein Kleingarten. Hier kommt es zum Disput zwischen einem Kleingärtner und dem Regionalverband. Es geht um diese Solaranlage. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich produziere den ganzen Strom, den ich produziere, ist alles von Eigenbebrauch. Sie kennen sich doch so 100% mit den Gesetzen aus. Ja. Das ist ein Balkonkraftwerk, was ja. Sie dort haben. Ja. Mit Einspeise in die Steckdose. Ja. Das verstößt gegen geltendes Recht. Sie bekommen keine Genehmigung. Dann, ich denke mal, dann beenden wir das hier, weil es bringt nichts. Ist auch so, wie es ist. Keine Einigung. Aber wo genau liegt eigentlich das Problem? 4 Wochen zuvor. Norbert Koch hat uns in seinen Kleingarten eingeladen. Hier will er seinen eigenen Strom erzeugen. Dafür hat er sich Solaranlagen installiert. Die erste läuft schon seit über einem Jahr. Die hat 4 Paneele, 150 Watt, hat eine Batterie und ist dann so eingestellt über eine Zeitschaltuhr, dass die halt nachts den Strom halt für die Pumpe vom Teich halt freigibt. Ohne Anschluss ans Stromnetz, dafür mit Batterie. Eine sogenannte Inselanlage. Der Strom betreibt die Teichpumpe. Kosten alles in allem 2.000 Euro. Ich meine, für 2.000 Euro kann man sich eigentlich die nächsten 10 Jahre vielleicht den Strom in der Gartenanlage leisten. Aber wir haben gesagt, komm, wir probieren es mal aus. Und siehe da, letztes Jahr waren schon alleine nur durch den Teich, also wir haben nur den Teich betrieben, waren schon 70 Euro weniger. 70 Euro Ersparnis im Jahr. Nur für die Teichpumpe lohnt sich das zwar kaum, aber Norbert Koch ist vom Thema Solarstrom angefixt. Und will mehr. Denn in einem Kleingarten wie seinem gibt es viele Stromverbraucher. Der Kühlschrank. Man hat Internet im Garten. Irgendwo läuft noch ein Licht, irgendwo ist ein Sensor. Du hast immer Strom, der verbraucht wird. Kleingarten ist heute nur mal was ganz anderes wie vor 50 Jahren. Also kauft sich Norbert Koch eine zweite Solaranlage. Dieses Balkonkraftwerk, das Strom erzeugt und ins Netz einspeist. Warum aber hängen die Paneele hinterm Zaun? Diese sollten ursprünglich auf das Pavillon, weil das die beste Ausrichtung ist, mit der Sonne mit. Und momentan sind sie dort, weil sie halt ja, illegal versteckt sind. Illegal heißt, noch nicht ordnungsgemäß angemeldet. Das wollte Norbert Koch zwar, sein Energieversorger braucht dafür allerdings die Zählernummer vom Stromzähler des Kleingartenvereins. Norbert Koch fragt nach. Keine große Sache, glaubt er. Und das wär's erledigt. Dann hätte ich das Ding mit einer Baugenehmigung aufs Pavillon gestellt und die Sache wäre gegessen. So, aber der Kleingartenvorstand ist gleich zum Regionalverband gelaufen. Hat gesagt, hier, pass auf, da will einer was machen. Nein, nein, das geht nicht. Steht so hier schwarz auf weiß im Kleingartengesetzbuch. Fertig, aus. Bedeutet das nun kein Balkonkraftwerk im Kleingarten? 1.000 Euro Investition in den Wind geschossen? In diesem Kleingarten in Dresden tagt das Präsidium des Landesverbands der Sächsischen Kleingärtner. Solarstrom ist eines der drängenden Themen. Man sieht allerdings, dass bei aller Euphorie auch Gefahren lauern. Zum Beispiel, wenn Solarpaneele auf marode Laubendächer geschraubt werden. Bei unseren Gartenlauben, und da brauchen Sie bloß mal hier in der Gartenanlage rumzuschauen, wird keiner sagen können, wie der Dachbalken verbunden ist mit dem restlichen Gebäude. Das kann dazu führen, dass am Schluss sogar das Dach abhebt. Und das sind alles Dinge, die man einfach mal klären muss im Vorfeld und die wir eben auch mit unserem Versicherer klären wollen. Weitere Bedenken? Akkus in den Lauben könnten bei Hitze zur Brandgefahr werden und Solaranlagen von Laien falsch installiert. Sachsens oberste Kleingärtner arbeiten dafür an einer Richtlinie, was im Kleingarten geht und was nicht. Ganz verbieten wollen sie Solarstrom zwar nicht, aber es wird nur die Insellösung geben, definitiv. Das bedeutet also kein Einspeisen ins restliche Netz der Gartenanlage, sondern nur wirklich für den Nutzer vor Ort. Also entsprechend nicht, wie das Balkonkraftwerk funktioniert, sondern richtig mit Akku und allem drum und dran. Das hieße für Norbert Koch, diese Inselanlage mit Akku könnte in Ordnung sein, das Balkonkraftwerk hingegen nicht. Was sagt die Industrie zu solchen Bedenken? Die Firma Privat verkauft Stecker-Solaranlagen, so konzipiert, dass sie jeder einfach selbst aufbauen kann. Ein Fachmann sei gar nicht nötig, sagt Geschäftsführer Kai Theuer. Wenn der Stecker passt, ist es richtig, also es ist natürlich verpolungssicher. Man kann es nicht falsch aufbauen. Ich glaube, dass wir hier keinen Elektriker brauchen. Ich sage es aber auch ganz offen,
Dafür wird kein Elektriker rausfahren, um diese Anlage zu installieren. Und was den Akku angeht, eine Brandgefahr für die Gartenlaube sieht man zumindest bei den eigenen Produkten auch nicht. Wir setzen dabei auf Lithium-Eisen-Phosphat-Speicher, die nicht brennbar sind. Letztendlich muss man auch sagen, dass dieser Batterietyp auch in den neuen PKWs verbaut ist, die oft in der Sonne stehen, in der prallen Hitze, wo es auch keine Beeinträchtigung gibt. Ein Problem sieht man eher woanders. Zwar haben viele Kleingärten Stromanschluss, oft fehlt jedoch ein eigener Stromzähler. In so einer Kleingartenspart gibt es einen großen Hauptzähler für das gesamte Objekt und keine eigenen Zähler, die man dann quasi für die Anmeldung beim Balkonkraftwerk das Ganze unterordnen kann. Und daran hängt es auch so ein bisschen, pro Zähler eine Anlage. Und sobald es keine eigenen angemeldeten Zähler gibt, ist eine weitere Installation von Balkonkraftwerken Stand heute noch nicht möglich. Pro Zähler eine Anlage heißt, derzeit wäre in den meisten Kleingartenanlagen nur ein einziges Balkonkraftwerk erlaubt. Aber wie ist hier die Rechtslage? Martin Maslaton ist Experte beim Thema erneuerbare Energien. Er glaubt, der Fortschritt werde sich nicht aufhalten lassen. Solarenergie im Kleingarten wird bald so normal sein wie ein Stromanschluss. Auch Balkonkraftwerke, denn überall da, wo ein Stromanschluss vorhanden ist, glaube ich, wird es sehr schwierig werden, eine Satzung durchzuhalten, die die Einspeisung verhindert. Eine Satzung muss übrigens mit höherrangigem Recht vereinbar sein. Wenn ich auf höherrangiger Ebene aber letztlich fordere, dass man erneuerbare Energien ja auch selber produzieren soll, dann ist das sehr die Frage, ob ich eine Satzung durchhalten kann, die das anders sieht. Mit der höherrangigen Ebene meint er die Bundesregierung, die die Energiewende über erneuerbare Energien vorantreibt. Sprich, wer schon heute im eigenen Garten Solarstrom erzeugen will, für den hat Rechtsanwalt Maslaton den Tipp. Machen, machen, machen. Und wenn ein Vorstand eines Vereins sagt, wir wollen das nicht, dann eine außerordentliche Mitgliederversammlung machen, das ist Selbstverwaltungsrecht. Und in der Selbstverwaltung muss sich dann die Mehrheit oder die Minderheit durchsetzen. Hier sieht man, Solarenergieverfechter unter Kleingärtnern werden immer mehr. In einem von Leipzigs größten Kleingartenvereinen sind Solaranlagen auf Laubendächern keine Einzelfälle mehr. Was auch daran liegt, dass es sonst hier überhaupt keinen Strom gibt. Neue Leitungen zu verlegen, das wäre den meisten seiner Mitglieder zu teuer, sagt Vorsitzender Heinz Wischgoll. Da kommt ja nur noch Solar in Frage. Wenn das nicht wird mit dem Strom, da ist Solar ist schon eine gute Sache. Eine gute Sache, aber wer sich nun Paneele aufs Dach schraubt oder nicht, ist offenbar auch eine Altersfrage. Bloß viele sagen ja, was soll ich mit Solar? In 2-3 Jahren gebe ich meinen Garten auf. Für die Jüngeren ja, aber für die ganz Älteren, die schon, was weiß ich, 80, 85 sind, die werden das wohl, glaube ich, nicht mehr machen. Hier in Leipzig wünscht man sich durchaus mehr Solar auf den Dächern und jüngere Mitglieder. Zurück nach Plauen zur bisher nicht genehmigten Solaranlage. Der Geschäftsführer des Regionalverbandes soll nun prüfen, ob alles seine Ordnung hat. Natürlich habe ich als Verband auch die Pflicht der Kontrolle, um zu sehen, ob die Anlagen in Gänze dort funktionieren. Und funktioniert was nicht, na, dann führe ich entsprechend rechtliche Beratungen auch mit den Vorsitzenden durch. Aber zuvor will er in Augenschein nehmen, welche Solartechnik Norbert Koch eigentlich installiert hat. Was ist mit dem Teil jetzt dort unten? Das ist eine Inselanlage, die ist autark. Die lädt tagsüber auf und nachts werden nur die Pumpe und die UV-Lampe darüber bedient. Es geht um dieses Teil dort? Nee, es geht um das Teil dort. Und da kriegen Sie keine Genehmigung? Wie viel darf ich denn einspeisen nach einem Hauptzähler, wenn Sie die Gesetze so genau kennen? Eine. Wem gehört der Hauptzähler? Dem Verein. Das verstößt gegen geltendes Recht? Ich verstehe es trotzdem nicht. Wir wollen es, wir sollen es und wir dürfen es nicht. Norbert Koch hatte sich mehr erhofft. Dennoch, er bleibt kämpferisch. Ja, ich will weitermachen. Warum sollen wir das nicht dürfen? Was ist denn da? Du kaufst doch eine Waschmaschine mit 2000 Watt, du kaufst einen Toaster mit 5000 Watt, blöd gesagt, und schließt ihn an. Warum darf ich denn das dann nicht mit dem Balkonkraftwerk? Tja, so einfach ist das eben nicht. Alles muss halt seine Ordnung haben. Erst recht in einem deutschen Kleingarten.